Ey, Jungs. Ja. Video fängt an. Lama Squad. Lama Squad. Lama Lama Squad. Squad. Tada! Das ist nicht meine Schuld. Seht ihr, wozu ihr mich gebracht habt? Bomben unterwegs! Okay, pass auf, Rocket, ich weiß, halt was den du... Mund, Will! Ich weiß, was ich tun muss und ich werde mich tu überwinden es. Und es tun! Sag vorsichtig, kleine du Schaffi! Das, Rocket. Ich hab gesehen, was du durchgemacht hast! Es muss klappen, es muss klappen! Komm schon, Rocket, du kannst das! Nein, du kannst doch! Oder lass es! Ich hab keine Ahnung! Yes. Yeah! Quell! Rocket! Mist, Mist, Mist! Warum hat es nicht geklappt? Du musst es zu Ende bringen! Wo ich? Ist Rocket? Bring es zu Ende, Statue! Bitte! Sonst war alles umsonst! Jetzt ist nicht mehr viel Zeit! Na schön, ich bring's zu Ende mit Unsterblichkeit. Das hat das jetzt gebracht. Der Nebel verschwindet und jetzt? Ich bin gut. Rocket? Seht ihr? Immer noch am Leben. Unglaublich, dass du das für uns getan hast. Hey, ein Freund brauchte Hilfe. Oder mehrere. Rocket, Mann. Ja, ja. Können wir jetzt bitte endlich Drax retten? Ja, das wäre nett. Wie viele Kapitel hat denn das Spiel? Wir sind jetzt bei Kapitel 10. Warm, wärmer, ganz warm. Ich glaube, sie will, dass wir da reinspringen. Ich weiß ja nicht, wonach wir genau suchen, aber es ist da unten. Okay, bringen wir es zu Ende. Ich will mich nicht umsonst nass gemacht haben. Wir müssen uns beeilen! Ich fühle, dass die Lügen der Materialchen im Geisteswesen grün dreister werden! Hörst du das? Dein Kind wird stärker! Mein Kind wird stärker! Hey. Ah, wir haben 7. Was? Oha! Warte, Gamora habe ich komplett, ne? Ja, okay. Dann einmal Drax. Rocket. 5 Läufe Beschuss. Yo, Bruder, what the fuck? Okay, Bruder, tschüss. Oh ja, das hier ist der Ort. Da ist ich ein Kind. Ich bin ziemlich sicher, dass wir ihn hier finden würden. Weißt du jetzt, wonach wir suchen? Etwas, das trauert und schmollt und seine schwärenden Wunden leckt. Falls es hier ist. Sie wird uns hier unten an irgendwas Fürchterliches verfüttern. Ganz bestimmt. Ist mit einem Kampf zu rechnen? Wahrscheinlich. Ihr Jungs seid im Deeskalieren nicht sonderlich bewandert. Es spielt keine Rolle, was hier unten ist. Wenn es unseren mürrischen Keterfianer zurückbringt, bin ich dabei. Und der Rest von euch sollte es auch sein. Kommt schon, Jungs. Wir sind die verdammten Wächter der Galaxie. Wir naja, sind du da. Nicht. Die Heimat wir des schon. Heilenden Lichts. Quelle des Heilmittels. Ursprung von... Lol. Duh, widerlich. Bitte sag mir, dass Drax allein in diesen ekligen Eiersack rein muss. Ah, der Verführer fand frisches Fußvolk. Ah, Adam Warlock. Geistloses Gefolge. Das ist sowas von safe, Adam Warlock. So safe. Wie zum... Ihr verkennt den Frevel eures feigen Vordringens. Ja, natürlich ist er dem Warlock. Da fehlt nur der Stein in der Mitte. Nur Adam Warlock ist golden und der hat halt den Infinity-Stein verloren. Gegen einen Gott gibt es kein Gewinnen. Ah!
wartet auf dich, du Wurm! Oh, diese ist es also. Okay, fieser Grüner, dein Auftritt. Hab ich dich. Bam, 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 bam. Welch wildes Feuer wütet in dir? Das sind nackte Auswüchse deines kranken Gehirns. Alles klar, Leute, er ist es. Aaron Witchcraft. Was? Nein, Moment. Aiden Warlock. Ashley Walrus? Ja, Aiden Warlock. Genau, der goldene Gott-Heini. Moment mal. Dieser Tarzan hier ist Rakers göttliches... was auch immer? Ganz gut in Schuss für eine Leiche. Seid ihr nicht Schergen des scheinheiligen Schäfers? Wir? Schergen von Raker? Also echt nicht. Wir wollen den Kerl am Arsch kriegen. Siehst du? Freunde. Okay, mein Großer, gehen wir rein. Auf geht's! Alle, in denen wir sterben, sind schon passiert. Was habe ich euch gesagt? Adam taucht auf. Oh. Raker hat die halbe Galaxie völlig mischugge gemacht. Und unseren Freund hier auch. Und dich gegen so ein junges, blauhäutiges Modell eingetauscht. Und? Kannst du uns helfen? Mantis glaubt wohl, du kannst Drax heilen. Meine himmlische Heilkraft ist eine heimtückische. Eine Torheit, die ich schwor, nie wieder zu begehen. Oh, kann den mal irgendeiner übersetzen? Er hat Nein gesagt. Meine Hilfe kann nur heißen, mich im Hintergrund zu halten. Nein, diesmal nicht, Goldie. Ihr müsst die Teile wieder zusammenfügen. Wir müssen euch nur näher an das Puzzle führen. Und das wäre dann wo? Hier drin natürlich. Ach du Scheiße. Hey, Moment, darüber müssten wir nochmal. Was zum Flag? Das ist wie 2001. Willkommen auf der Astralebene, Schnarchlord. Du. Hast uns teleportiert? Oh nein, ihr seid immer noch ganz bequem bei mir. Ich habe nur euren Geist verschmolzen. Unseren was verschmolzen? Ich habe dem nicht zugestimmt, Ebenenspringerin. Um Erlaubnis fragen ist nicht so ihr Ding. Es heißt immer nur ziemlich sicher dies und Schicksal der Galaxie das. Sei ja nicht angeschnappt, Götterheini. Deine Goldhände stecken ganz tief in diesem Schlamassel. Was soll das denn heißen? Ich dachte, mit dem Typen heilen wir Drax. Heilmittel und Ursache können koalieren. Leute? Ist das... Drax? Ich bin Groot. Wir sehen jetzt also in Drax Kopf. Wortwörtlich. Der fiese Grüne ist da drin. Findet ihn und überredet ihn, in die Realität zurückzukehren. Alter, yo. Mantis, sagt mir bitte, dass wir in das helle Licht gehen sollen. Ziemlich sicher. Ihr müsst das Herz von Drax Versprechen erreichen. Viel tiefer, als ich je gewesen bin. Wenn du es nie gesehen hast, heißt das dann, dass es nie passiert? Hoffentlich nicht. Geht einfach weiter. Und falls wir den Kontakt verlieren, hört auf Amy Windsock. Sie meint dich. Offensichtlich. Amy Windsock. Alter, what the fuck? Wow. Das ist Drax Versprechen? Meins war lange nicht so. Deprimierend. Das ist nur die Türschwelle. Der arme Kerl sitzt hier fest und erlebt erneut den Verlust seiner Familie. Furcht und Schmerz eures Freundes haben ihn als Beute prädestiniert. Da ist der große Tölpel. Das war das ist nur ein Echo, kleiner Struppi. Ein Teil des armen Grünen muss so lange graben, bis er akzeptiert, was ich bin nicht der Einzige, der das hört. Shit, Digga. Thomas. Der hat's aber eilig. Hinterher, Klartyp! Diesen Teil kenne ich nicht! Rex. Bitte lass da unten was Feindes sein! Runter da, Junge! ja, müssen wir jetzt gegen Thanos kämpfen? Drax? Nicht Drax. Thanos. Ich wette, ein Familientreffen hast du nicht erwartet, was? Gemacht? Wir müssen ernsthaft gegen Thanos kämpfen. Fünf Läufe Beschuss. Ah ja. Hoffentlich ist der Rest von euch genauso bereit wie ich! Alles für dich, Rocket! Therapie!
Wow, der hat nur einen Lebensbalken, Digga. Boah, ist das easy. Er ist nicht real, schon vergessen. Komm dich aus! Wow. Was soll der? Doch nicht so hart, was? Irgendwas stimmt nicht. Ihr verkennt die Regeln dieses Reichs. Gut. Was zur... Okay, das ist neu. Es ist doch neu, oder? Ich würde mich erinnern, wenn es zwei von ihm gäbe. Doppelt so hässlich, doppelte Zielübung. Aber der ist noch ein, als einer alleine. Bekämpft ein Phantom. Furcht im Traum. Das könnte man ihn nicht töten. Soweit es Bex betrifft, ist das wahrscheinlich auch so. Ihr lasst euch auf die Obsession des Armes ein. Nur wenn ihr loslasst, kommt ihr voran. Es wird Zeit, dass jemand eine Klinge spürt. Es tut auch nicht weh. Nicht weh. Ich hab so viel Spielzeug und würde es so gern mal benutzen. Alter, wie viele kommen denn da noch? Scheiße. Irgendeine Bedeutung haben. Warum stirbt er nicht? Drax hat bestimmt genau dasselbe gesagt. Klöpf sie dir vor. Da steht doch mein Gut, Name drauf. Gut, dass ich einen Stärkestellmodus habe, Alter. Spar dir deine netten Worte für später, Quill. Ich dachte, ich wäre erledigt, Mann. Und jetzt kommen da wieder zwei. Ja, natürlich. Oh Mann. Wieder Unsinn. Es ist zu lange her, dass ich was gesprengt habe. Kann da jemand dem alten Baum helfen? Rocket! Volles Programm! Okay, vielleicht ist es nicht so simpel, wie ich dachte. Das ist es bei ihm nie. Piu, piu, ich sterbe hier drüben! Peter! Kannst du ihn erreichen? Könnt ihr sie fest, Bruce? Ich schulde dir was! Nicht zu sehr verteilen! Nee, was denn sonst? Der schlägt mich ja sonst nicht K.O. oder so. Eine vorbestimmte Niederlage. Aber was übersehen wir? Was jetzt, Peter? Augen auf Ziel, Peter! Ich bin bereit! Ich brauche nur eine Lücke! Runter! Das Schicksal bevorzugt das Scheitern! Bartarsch blubbert wieder unten! Was? Das Schicksal bevorzugt das Scheitern? Anscheinend hat sogar sie ihre Grenzen! Das heißt, wir müssen hier sterben, oder was? Er kann das nicht ewig durchhalten, oder? Das ist alles im Weltall. Vergiss das! Wir müssen das beenden! Ich bin immer wir müssen sterben, oder was? Müssen wir sterben, oder nicht? Ich kann nicht! Peter? Scheinbar müssen wir nicht sterben. Oder? Konnte ich nicht sehen. Doch, wir müssen sterben, okay. Ich dachte gerade, er wird verkackt. Hey, wir sind nicht tot. Mantis, ich glaube, wir haben was gemacht. Aber ich sehe Drax nicht. Oh, gut. Überhaupt nicht unheimlich. Halt! Seht! Ich wette, ich wäre als erstes in der Mitte. Ist das seine Tochter? Nicht so schnell, Kleines. Drax, warte!
hier gibt es noch mehr Wege. Ich guck mich mal um. Vielleicht finden wir hier ja noch irgendwas. Hey, Goldie! Drax, Kumpel! Warte! Verdammt! Ich kann dich hören, Freundes! Hast du eine bessere Idee? Bin ganz Ohr. Ja, wie heißt, wenn Adam Warlock mit seinen Händen einfach dahin geht und dann alles ist beendet? Ich arbeite daran. Links, Kleines. Was? Du kannst mich sehen? Für jemanden, der keine... Da, okay, ich scheint ein Labyrinth zu sein. Gut, das heißt, es ist Quatsch, dass ich hier irgendwie rumgelaufen bin. Naja, ich bin dein Vater. Du hast wieder im Garten deiner Mutter gespielt. Ich habe gejagt. Was denn, Dreck? Nein, ich bin etwas nachgehetzt. Aber es war zu schnell. Nur Narren hetzen hinterher. Eine Jägerin wartet. Wählt ihren Moment. Drax! Papa? Geht's dir gut? Drax, Galeria, Zeit nach Hause zu kommen. Was zum Flak ist das denn? Ja, meine Kleine. Deine Mutter wartet. Sumanus, gib deinen Sklaven frei! Schätze, wir sind nicht mehr im Körper. Was sind das für welche? Schatten! Unterlauft ihren Ursprung, während ich unseren Weg... Sie kommen auf den Nestern da! Weg! Runter von mir! Zerstör das Nest! Der Rest resigniert! Zerreiß den Rest auf, das ist unsere Plantage! Das andere Nest? Da ist nur noch zwei oder was? Na toll. Verfinentes Eindringen! Jetzt komm mal runter! Wolf, hast du alle Nester? Das macht zwei! Ah, Nahkampf sind die One-Hitter. Okay, perfekt. Gut zu wissen. Wir arbeiten daran, Mann! Vollzug! Fertig machen zur Abfahrt! Haltet eure Schweife fest! Ich wage es nicht. Ich wirf dir keine Holzsplitter aus dem Feld. Alle in Let's Ordnung? Go. Definiere in Ordnung. Ich denke, wir haben gesehen, was uns von Drax fernhält. Ihr blicktet nur die Brut. Dieses schwarze Zeug. Sowas war auch in meinem Versprechen. Da kommt noch mehr. Ist das? Drax Frau. Ich glaube schon. Howard. Dann muss das Drax zu Hause. Ihr habt euch ganz schön Zeit gelassen. Nur Narren hetzen. Komm, Liebster. Lass uns hineingehen. Drax, Kumpel! Deine Worte sind Federn im Wind. Hey, ganz ruhig. Ich erledige das. Komm schon, Großer. Ich weiß, dass du mich hörst. Warum verfolgt ihr mich? Wir verlieren ihn wieder. Hey, Kumpel, ich bin's. Stormlord, weißt du noch? Wir sind alle hier. Du bist stärker als das, Drax. Komm schon, Riesenbaby, lass mich nicht mit Quill allein. Ich bin gut. Drax, Essen ist fertig. Das ist nicht Howard. Du musst sie gehen lassen. Ich weiß nicht, was du da verlangst. Verdammt! Oh, not again. Okay, finden und zerstören. Genau wie beim letzten Mal. Hutet euch! Der Schlumpf will mich schließen. Ich kann es nicht verhindern. Schießt im Zweifelsfall immer ins Gesicht. Ich arbeite daran.
Was, da kann ich nicht hoch? So ein Scheiß. Peter! Vielleicht beeilst du dich mit den Nestern! Ja, ja, schon unterwegs. Ich kann's kaum erwarten, Drax zu sagen, dass er Würmer hat. Ja, Gehirnwürmer! Er muss sie selbst finden. Irgendwie. Okay, so müsste es gehen. Oder nicht. Weg damit. Verreck. Das war das Letzte. Endlose Entropie. Terminiere dieses Theater. Verdeckt eure Augenhöhlen. Nicht gut. Im verflagten Nichts, da sind wir. Vielleicht gar nicht so schlecht. Ich sehe zumindest kein neues Versprechen. Wir sind ja, allerdings. Ewigen Echo, du bist keine Hilfe, Landstreicher-Hexer. Okay, wir verteilen uns und suchen einen Weg hier raus. Oder voran. Oder irgendwohin. Ich verliere eine Wette, wenn ich in der dunklen Grube sterbe. Drax! Komm schon, Kumpel! Ja, wir sind den Drax-Familien, also... Schlag, das ist nicht lustig! Ich weiß, du bist gerade an einem dunklen Ort. Wortwörtlich. Aber wir werden nicht aufgeben. Zeig uns nur die richtige Richtung. Gucken, einfach so ein bisschen hier im Kreis laufen. Ich bin Groot. Gänsehaut trifft's. Bisschen zu viel Tod für meinen Geschmack. Ha. Unfassbar, dass das funktioniert hat. Gehen wir. Ein Teil von ihm ist immer noch bei uns, ganz sicher. Ich hoffe, du hast eine Hammer-Ansprache vorbereitet, Peter. Dann sind wir schon... Warum tut ihr das? Lasst mich einfach in Frieden. Bitte vertrau uns, Drax. Wir wollen dir nur helfen. Ja, allerdings. Ihr zerstört mein Zuhause. Dein glückseliges Verkennen ist ein unglückseliges Streben. Lass gut sein, Shakespeare. Wir regeln das schon. Komm schon. Willst du hier versauern in diesem dunklen Loch? Für meine Familie ertrage ich selbst die Tiefen von Sartuth. Drax, Liebling. Komm, wir wollen essen. Hey, ich verstehe dich. Sie sind was ganz Besonderes. Nichts auf der Welt ist mir wichtiger. Meine Hofart war die mutigste Gefährtin, die ich je kannte. Sie gab mir Frieden, selbst in Zeiten des Krieges. Und meine Camaria, mein herzensgutes Mädchen, sie vereinte von uns das Beste. Trotz ihrer zarten Erscheinung. Sie beide, sie waren... Sie waren... Komm, Junge! Wenn meine Familie tot ist, was sitzt dann da vor mir? Keine Ahnung. Eine Illusion. Nichts Gutes. Ein Schämen, so scheint es. Von Schwermut gesäugt. Ohne sie bleibt mir nichts mehr. Doch, Junge, du hast uns. Alles gut. Ich will nicht wieder allein sein. Du bist nicht allein, Mann. Wir sind für dich da. Wir haben alle jemanden verloren, Drax. Aber es lässt sich ertragen, wenn man sich umgibt mit den richtigen Leuten. Ich bin Groot.
Das war jetzt ein bisschen rührselig von Groot, aber ich schließe mich dem mal an. Wir sind ein Team. Papa? Geht es dir gut? Komm mit uns, Drax. Sie ist nicht echt. Komm, bring sie um. Hast du Schmerzen, Papa? Sprich mit uns, Liebling. Ich halte, was wir hatten, in Ehren. Und gräme mich nicht ob des Verlorenen. Ich liebe und ich verehre euch beide. Jetzt und für immer. Bam, Junge. Adam Warlock.